Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich grüße euch und Sie alle heute am ersten Sonntag nach dem Osterfest mit dem eigenartigen Namen Quasi-Modogenity. Das heißt, im engeren Sinne auf die Taufe bezogen, in Christus wird man ein neuer Mensch. Durch die Taufe tritt man in eine lebendige Beziehung zum Auferstandenen ein. Und im weiteren Sinne bedeutet es, Gott kann alles neu machen. Bei ihm ist nichts festgelegt. Er kann alles aufbrechen. Er kann Neues schaffen. Wie wir es Ostern feiern, als er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Quasi-Modogenity, ein Fest der Osterfreude über den Gott, der alles neu machen will. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Hörende, am Ostersonntag, an dem wir die Auferstehung unseres Herrn gefeiert haben, wenn auch unter den immer noch sehr ungewöhnlichen Umständen, stand als Tageslosung ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2. Ja, ist denn heute schon Advent? Diese dumme Frage schoss mir so plötzlich dabei in den Kopf. Eine biblische Verheißung, die wir kirchenjahreszeitlich ja eher im Advent verorten. Und auch heute begegnet uns ein Prophetenwort, das mit seinem Beginn als adventliche, also auf den kommenden Heiland hinweisende Botschaft bekannt ist. Bei Jesaja 40,1 heißt es am Beginn des Kapitels, aus dem der Predigttext stammt, tröstet, tröstet mein Volk. So spricht euer Gott. Kommt denn jetzt alles durcheinander? Fallen in diesem Jahr Ostern und Advent zusammen? Eher liegt es wohl an unseren Hörgewohnheiten und Einteilungen. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass gerade diese Worte uns in diesem Jahr zu Ostern begleiten. Gott richtet sich ja nicht nach unseren Einteilungen und Festlegungen, sondern er spricht sein Wort zeit- und zielgenau in unsere Tage. Und Finsternis und Dunkelheit erleben wir derzeit in übertragener Weise. Das tut Trost gut. Mutmachende Worte, die über das Vorfindliche hinausweisen. Ich lese uns den Text aus dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat,
wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Herr segne an uns dies, sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das Volk Israel, an den dieses Wort gerichtet ist, ist, als es aufgeschrieben und angesagt wurde, in babylonischer Gefangenschaft. Sie sind abgeschnitten von den Wurzeln ihres Glaubens, von Jerusalem, dem Zion und dem Tempel, dem Garant der Gegenwart Gottes, dem Zentrum ihres Glaubens. Gott hat sich gegenüber den anderen Mächten als zu schwach erwiesen, so scheint es jedenfalls. Und so schwindet auch der Glaube. Und Resignation und Zweifel greifen um sich. Ein Leben in Angst und Resignation, in Bedrängnis und ohne Hoffnung. Darum die Klage: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Das heißt doch, Gott lässt uns allein. Er interessiert sich nicht für uns, wir sind ihm egal. In diese Zeit der Entmutigung hinein sendet Gott seinen Propheten mit dem Auftrag, das Volk zu trösten. Und dieser verweist zuerst auf die Größe Gottes. Schaut hinauf in den Himmel. Das alles ist Gottes Werk. Alles ist von ihm gemacht. Alles hat seinen Platz. Er hat alles weise geordnet. Sollte dieser Gott, der nicht müde noch matt wird, nicht das Vermögen haben, euer Schicksal zu wenden, euch aus eurer Resignation zu führen? Denn er sagt, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Das Entscheidende allerdings ist, diesem Wort auch zu vertrauen, an seinen Zusagen, an Gottes Zusagen festzuhalten, auch und gerade in den Zeiten der Bedrängnis. Eben auf den Herrn harren, warten, geduldig sein. Liebe Gemeinde, auch wir durchleben eine Zeit der Finsternis und der Dunkelheit, die die Völker bedroht. Angst geht um, eine diffuse Angst vor einer nicht zu berechnenden Gefahr. Viele haben ganz existenzielle Sorgen, wie das mit ihrer Arbeit, mit ihrer wirtschaftlichen Grundlage weitergeht. Auch wir sind in gewisser Weise abgeschnitten von den üblichen und vertrauten Bindungen, von Menschen, die wir lieb haben und die wir nicht besuchen können, in den Krankenhäusern oder in den Pflegeeinrichtungen. Abgeschnitten von Begegnungen in den Gottesdiensten oder in den Gemeindegruppen und Kreisen. Verordnete Isolation und Distanz schaffen eine bedrückende Atmosphäre. Sicher gibt es auch manche positive Signale, kreative Ideen, diese Zeit zu gestalten, das Wiederentdecken und die Neubesinnung auf wichtige Werte wie die Dankbarkeit, den Respekt und die Achtung, auch von Menschen, die sonst kaum in der kaum öffentliche Beachtung fanden. Sollte diese Bedrohung unserer Gesellschaft insofern ein
Umdenken abnötigen, dass die oberflächliche Selbstverständlichkeit, mit der wir oft alles wahrgenommen haben, in Frage stellt? Und dennoch suchen und fragen jetzt viele nach Trost. Woher kommt mir Hilfe? Was gibt uns Halt und Zuversicht? Hier hinein können wir uns als Christen, aber auch allen anderen Fragenden und Suchenden eine Botschaft ohnegleichen zurufen. Gottes schöpferisches Wort gilt. Von Anbeginn vorbereitet mit den prophetischen Texten, die auf Gottes Menschwerdung hinweisen, findet es in der Auferstehung seine Vollendung. Anfang und Erfüllung finden zueinander, wie es auch auf den Osterkerzen dargestellt ist. Alpha und Omega. Alles ist von diesem Wort umfasst, das in Christus eine Neuschöpfung bringt, die alle Welt aus dem Dunkel zum Licht führt. Und so sagt es unser Herr Jesus selbst: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Oder wie wir Ostern hören durften: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er erstirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Es sind solche Worte, die dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden geben. Solche Worte sind der Trost der Welt. Solche Worte erhellen die Dunkelheit. Solche Worte helfen, dass man sich manchmal wie neu geboren fühlen kann, wie unser Sonntagsname es ausdrückt. Wir, liebe Gemeinde, sind nun angehalten, erfüllt von der Osterfreude, diese Botschaft beharrungsvoll in unserem Herzen zu bewegen, ihr fest zu vertrauen und an andere weiterzugeben. Menschen, die nach einem stärkenden Wort verlangen. Damit die Osterfreude Raum gewinnt, die Angst überwindet und das Dunkel schwindet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber barmherziger Gott und Vater, wir sagen dir Lob und Dank, dass du uns in deinem Wort begegnen willst, dass du uns durch dein Wort trösten willst, Kraft schenken willst und Zuversicht geben willst.
Hilf, dass die Osterfreude uns ganz ausfüllen kann und dass wir dankbar über deinen Ostersieg unser Leben im Miteinander freudig gestalten. Sei all jenen in besonderer Weise nah, die jetzt durch diese Krankheit betroffen sind. Nimm dich ihrer gnädig an. Schenke Beistand dort, wo es möglich ist. Hilf uns alle, dass wir im Blick auf deine Nähe, in der Erfahrung deines schöpferischen Bei uns Seins, diese Tage tragen und dich immer wieder als den heilsamen und helfenden Gott ehren und anbeten. Hab Dank für das Leben, das du in Jesus Christus uns geschenkt hast. Amen.